werte Teichmolch-Liebhaber und willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von Teichmolch. Heute gehen wir in den Feuerberg und fragen mal, warum Kurtl auf einmal von allen verprügelt wird. Und wisst ihr, wie wir nachfragen? Indem wir reingehen und ihn auf die Schnauze hauen. Außerdem haben wir gerade ein Video gesehen, das da bei der Pipi-Max-Werbung vorgeschlagen wurde. Es war irgendwas von wegen Spielzeug aus den 90ern, was auch immer. Wir haben es nicht angeschaut, ich habe es nur im vorstehenden Titel gesehen. Und das ist ganz wichtig anzumerken, nicht, dass Leute dann wissen, was für ein Video es ist. Sondern so, was sagst du? Okay, ich habe es nicht angeschaut, okay? Das ist keine Kritik an der Qualität, aber anhand des Titels nachzuurteilen, würde ich mal behaupten, dass sie sehr minderwertig sein wird. Auf jeden Fall, der Kerl kommt nicht außer Atem. Ja. Da war Geld. Auf jeden Fall, da sind irgendwelche Spielzeuge 90er und da ist fucking Furby dabei. Und Furby war kein gutes Spielzeug. Furby war ein Haufen Scheiße. Wieso mögt ihr keine Furbys? Furbys verblödet sind. Nein, die waren nicht blöd, die waren okay. Du konntest deinen Finger in den Schnabel stecken, hat er gesagt. Ja. Ich hab fast zu allem außer Rayman 3 vielleicht die Meinung, ist okay. Und Smash. Furbys war nicht scheiße. Doch. Warum? Ich weiß auch, dass ich aus irgendeinem Grund war, wahrscheinlich weil ich kleines Kind war, dachte, oh, das ist cool, das will ich haben. Eins hatte. Und ich glaube, in der ersten Nacht wollte ich schon nicht mehr haben, weil es auf einmal, als ich am Schlafen war, mittendrin aufgewacht ist und meinte, ah, fütter mich. Und ich dachte, ah, mach das weg. Ja, kann das Spielzeug was dafür, dass du die Gebrauchsanleitung und deine Eltern nicht lesen hast lassen? Naja, eigentlich sollte man das Ding nicht die ganze Zeit ausschalten, sondern... Tatsächlich kann ich dir auch wenig darüber sagen, weil ich habe kaum Erinnerungen daran, aber... Wieso? Du kannst den einfach ein... mit den richtigen Kombinationen oder so, glaube ich. Es gab halt so eine fucking... Ich hatte einen Furby, okay? Und ich mochte Furby und ich verbitte mir, dass sie mich deswegen fertig macht. Ich habe die Furby-Fibel gelesen und ich hatte den Spaß meines Lebens. Was hast du gelesen? Die Furby-Fibel. Was zum Fick ist die Furby-Fibel? Die Furby-Fibel müsste eigentlich bei jedem Kauf eines Furbys dabei gewesen sein. Er hatte wahrscheinlich ein späteres Modell. Nein, das war, dann waren da so fucking Anleitungen dabei, wie du den Furby zum Beispiel so einschläferst, dass er nicht plötzlich mitten in der Nacht aufwacht. Sondern ach so, wisst ihr, was auch ein Problem mit Furby als Spiel aus den 90ern ist? Du musstest ihn immer umdrehen, damit er aufwacht. Ich hatte den Furby für sowas von nicht in den 90ern. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich war Anfang in den 90ern höchstens 5 Jahre alt. Da habe ich noch nicht so viel. Ja, und ich 7. Kommerzielle Käufe verursacht. Verursacht. Ja, selber getötet. Ich würde mal behaupten, ich hatte ihn Anfang 2000er. Wisst ihr, was ich mir früher, also so bevor ich wusste, was Toys R Us oder sowas ist, was ich mir für Sachen gewünscht habe zum Geburtstag? Eine Kirby, in der Furby-Fibel. Es oder ist eine ein ziemliches Wunder. Nein, den Furby habe ich bekommen, da war ich schon 8 oder so. Da war ich schon groß. Da war ich schon großer Junge. Ich bin schon groß und 8. Komm doch und. Spielisch macht. Ich gut gerettet. Aber auf jeden Fall habe ich mir mal zum 3. Geburtstag oder so von meiner Mutter oder von meinen Eltern eine Sonnenblume gewünscht, die ich mit, indem ich an Fäden ziehe, also eine Spielzeugsonnenblume, auf und zu machen kann. Das war mein einziger Wunsch. Oh, guck mal, die geht auf und zu. Ich war 2 oder 3 Jahre, ich hab's bekommen. Und Alter, was glaubst du, wie Johnny sich damals gefreut hätte, wenn er ein Tüdelband bekommen hätte? Ich hab mich so über diese Sonnenblume gefreut. Das ist wahrscheinlich der Hamburger Junge. Wenn der ein Tüdelband bekommt, dann sagt er, oh danke Mama und Papa, jetzt werde ich damit den ganzen Tag über den Hafen fahren. Wie habt ihr eure Eltern eigentlich genannt? Auch Mama und Papa, oder? Ja. Obwohl, heute nenne ich meinen Vater Vater. Hey, ist Vater. Ja, ich nenne Vater. Ich kenne jemanden, die nennt ihren Vater immer Dattchen. Dattchen. Das ist so, ich find's irgendwie komisch, aber irgendwie nicht cool. Nee, ich find's nicht gut, nein. Gefällt mir nicht, nicht gut. Nee, gefällt mir doch, nicht. Doch, das passt zu der Person auf jeden Fall. Nein, erinnert mich an Datteln. Ihr könnt das nicht beurteilen, Jungs. Ja, doch, kann ich. Nein, das könnt ihr nicht. Doch, ich kann es unmöglich. So, ja, du sagst, oh Mann, ich kenne eine Person und in der Freizeit tritt sie leidenschaftlich gern fremden Hunden gegen den Schädel. Und dann sagst du so, nein, ihr könnt das nicht beurteilen, das passt zu ihr. Ihr könnt das nicht beurteilen, ihr passt. Das ist ein gutes passt Beispiel. Einfach. Und es ist so, nee, ich kann das nicht gut beurteilen. Nee, ich fand das ein gutes Beispiel. Nee, finde ich auch nicht gut, Johnny, was soll das? Datteln sind für Menschen und nicht für Väter. Miserabel ist mein Wort des Tages.
Nein, das ist ein schlechtes Wort des Tages. Ja, das ist miserabel. Ist ein häufiges, ne? Wort. Mhm. Tue nicht gut, war ein gutes ist Wort. Hä? Miserabel kann ja wohl mein Tag des Wortes sein, genau. Nein, das ist dein Wort des Tages, aber auch das finde ich nicht okay, Johnny. Das widerspricht meiner Meinung. Das ist meine Meinung, musst du akzeptieren. Alter, mir ist halt echt heiß und herum. Ich werde gerade sehr sauer auf Fully. Ja, mir ist auch ziemlich heiß in der Ladegegend unterwegs. Warum bist du so sauer auf Fully? Bei mir heiß. Fuck! Und auf dich kann ich nicht wütend sein. Ich weiß nicht warum, aber es geht. Haben wir verpasst, dass wir jemanden suchen sollten? War ich im richtigen Dungeon? Habe ich die Quest überhaupt weiter angenommen? Nein, habe ich nicht. Ich bin schon gewundert, dass das so ein früher Dungeon war. Aber okay, redet weiter. Ich finde, das haben wir ziemlich gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf mich. Alter, bei McDonald's echt gerade. Aber es regnet auch. Ja, und oh, das war auch mal super seltsam. Extremes Gewitterwetter gerade. Als ich hier noch relativ neue Maschinen, lesen wir später. Als ich hier noch relativ frisch eingezogen war, weil es ist hier halt, es ist eine Dachgeschosswohnung, okay? Das heißt, die Dachgeschossfenster, die habe ich jetzt aber nicht hier drüben, wo ich mich gerade aufhalte, sondern in der Küche und da den anderen Räumen halt. Das ist überhaupt nicht okay. Das ist okay. Und dann einmal hat es auch gehagelt. Das war fucking seltsam, weil es war arschlaut und ich dachte mir, wo kommt das her? Wo kommt das her? Ich irgendwie ein Fenster aufgelassen, das klingt, als wird hier irgendwie irgendwo komplett Wasser reinlaufen oder ich habe keine Ahnung. Dachte ich mir, ich vielleicht irgendwie in der Küche den Wasser anlaufen lassen und das ist jetzt meine ganze Küche flutet oder so. Da habe ich mir 5 Minuten länger da gemacht, dann dachte ich mir, ja gut, vielleicht sollst du doch endlich mal aufstehen und nachschauen. Ich meine, man muss abwägen, wie hoch das Risiko ist und ob es das wert ist, dafür wirklich aufzustehen. Und habe mich dann dafür entschieden, weil ich habe ja doch gleich was zu essen geholt aus der Küche. Warte mal, die Geschichte kommt mir super bekannt vor. War ich da mit dir auf dem TS? Ja, warst du. Ja, und du sagtest irgendwie, habe ich mein Wasserhahn angelassen? Und ich dachte mir, bist du eigentlich blöd? Wie kann man so lange dafür brauchen, sich zu entscheiden, mal nachzuschauen? Er hat die ganze Zeit gesagt, Mann, ist das laut, was ist los? Ja, zuerst habe ich Witcher 3 gespielt, dachte, da habe ich so gesagt, Mann, Witcher 3 hat echt eine ziemlich gute Geräuschkulisse. Dachte ich mir, sie ist ein bisschen zu gut. Fühlt sich an, als wäre die ganze Zeit 5 Meter hinter mir irgendwie mit Wasser am Lauf. Fühlt sich an, als wären meine Füße das. Mann, ist das realistisch. Ja, ich auf jeden Fall nachgeschaut, dann hat's. Ja, okay, es war so ein bisschen Regen und Hagel, der gegen das Dachfenster da gekommen ist. Das war ziemlich laut. Oh, ich dachte, das Ende der Geschichte wäre gewesen, dass der Wasser dann wirklich an war. Das wäre ein schönes Ende. Mhm. Aber gut, dass du irgendwann losgegangen bist, weil du Hunger bekommen hast. Nein, nicht, weil ich Hunger bekommen habe, aber das konnte ich dann noch die Gunst der Stunde genutzt. Da konnte ich noch das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Angenehm ist es sehr oft sehr nützlich. Nicht wirklich. Zum Beispiel Mystery Dungeon mit euch aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich sonderlich nützlich ist. Welchen Nutzen hat das für dich, Johnny? Erzähl mal. Stress abbauen. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ist schon okay. Hey, da steht mir egal, was ihr darüber wisst. Fick dich. Der ist tot. Okay. Und, ich mag euch trotzdem. Ich überlege gerade, ob mir noch irgendein crazy Weihnachtsgeschenk, das ich irgendwann bekam, einfällt. Ich glaube, mir fällt keins ein. Fucking kitzel mich, Ernie, war schon eine ziemlich dumme Scheiße. Was war? Ach, kitzel mich, Ernie. Auf jeden Fall hieß mein Furby aus irgendeinem Grund, glaube ich, E-Day. Was? Nee, Quatsch, meiner hieß Mimi und ich kannte noch einen anderen Furby, so wie so eine andere Person. Der hieß E-Day. Habt ihr dann lustige Mimis gemacht? Wir haben das halt einfach nicht verstanden. Das nennt man ein Meme. Ja. Es wird Meme ausgesprochen. Was? Was hat er gesagt? Die Furbys hatten auch immer, während sie sprechen, so ein übel creepiges Maschinengeräusch nebenbei, was einfach alles übertönt hat, was da rauskommt. so eine Steampunk-Dampfmaschine. Vor ein paar Jahren? Hey Furby, blinzel doch mal. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren war ich auf dem Geburtstag von Bekannten.
Okay. Da war auch irgendeine dabei. Das waren übrigens, die waren halt alle auch so Mitte 20, also die waren alle einen Ticken älter als ich. Und da war eine, die hatte hier Furby dabei, was ich erstmal schon ziemlich seltsam fand. Oder und, so nervig. Und da gab es wohl auch so Spielereien von wegen. Da, seitdem weiß ich auch, dass sie scheinbar immer noch produziert werden. Ich dachte, die gibt es schon ewig nicht mehr, aber scheinbar schon. Doch, sie versuchen es immer wieder. Gibt doch immer so neue Generationen und so. Ja, das habe ich irgendwo in der Werbung gesehen. So laut, aber das Ding die kann über eine App. Die noch gruseliger, finde ich. Du kannst mit einer App mit denen kommunizieren und denen zum Beispiel irgendwie Musik hören lassen, wenn du da Musik abspielst. So die finden das dann super und sowas. Ja, die haben so ein fucking LED-Feld auf der Stirn. Ja, genau. Ja, ich hab gerade gegoogelt, ich hab direkt den Furby gefunden, den ich hatte, und er war rosa und grau. Das ist allgemein irgendwie so die größte Revolution, die alle immer für Spielzeug haben für Kinder. Es ist so, okay, früher hat das funktioniert, was machen wir heutzutage? Machen wir eine App. Ja, machen wir eine App. es läuft immer darauf hinaus, machen wir eine App. Verbinden wir es mit Popkultur. Smartphones, sag ich recht. Kinder lieben Smartphones. Wir hängen ihm eine Lederschärpe um und sagen, das ist ein Chewbacca-Furby. Hey Eltern, erinnert euch noch, dass ihr das Spielzeug früher für eure Kinder gekauft habt, damit sie mal die Schnauze halten, die aber Ruhe haben könnt? Ja, nee. Jetzt brauchen sie dafür noch eine App. Das heißt, entweder willst du deinem Kind jetzt das fucking 100-Euro-Tablet noch in die Hand geben, was es wahrscheinlich nur gegen die Wand wirft, weil es frustriert ist, weil es ein Idiot ist und ich weiß, wie die Welt funktioniert. Deswegen sehr wütend wird. Deswegen, ich spreche aus Erfahrung. Entweder das oder du musst dich mit deinem Kind befassen. Technologie bringt Kinder und Eltern näher zusammen und das kann ich nicht gutheißen. Warte auf den Moment, wann irgendwann irgendwie alles einfach nur Touch ist und dann irgendwas mit Knöpfen eingegeben werden muss und dass dann Jüngere einfach nicht kapieren, was das ist. Oh, da gab es auch irgendeinen Tweet. Umtouchen. Oh, Fully ist bestimmt jemand, der Generationsshaming betreibt. Fully ist ein Generationsschämer, sowas von. Aber mir fällt ein, ich habe da so einen Tweet gesehen, darüber bin ich gleich hier, darüber haben wir schon mal geredet. Ich habe da so einen Tweet gesehen, fand ich relativ, der war sehr humorvoll, der hat auch fucking viele Retweets. Und zwar war das, hat irgendjemand so ein Bild gemacht von seinem Kühlschrank. Und das ist halt so ein Kühlschrank, wo man mit Glas quasi runtergehen kann und kommt da Wasser raus oder Eiswürfel, was auch immer. Mhm. Und dann bei der Anzeige irgendwie statt Wasser oder so stand dann da, Windows wird upgedatet. Und dann hat er so geschrieben, aber ich wollte doch nur was zu trinken. Oh fuck, das ist voll gruselig. Hat unser nicht. Und ja, wir haben auch so einen Wasserspender. Ein voll automatisiertes Wassersystem irgendwo in der Wüste und du kommst an, da ist irgendeine Error-Message. Nein! Mich nervt es auch immer, wenn ich meinen Fernseher anmache, dass die mir dann immer ihre Millionen komischen Galileo Smart TV Apps und sowas andrehen müssen, weil der Fernseher ja wirklich erst solcher Smart TV ist. Ich meine, er muss ein Stück weit erst hochfahren, weil wenn ich ihn anmache, dauert er erst ein bisschen, bis er wirklich auf die Knopfdrücke reagiert. Da ist dann auch so ein fettes Werbebanner, wenn ich sich erstmal schließen muss. Dann stelle ich mir die Frage, ich habe den fucking Fernseher bei euch gekauft. Samsung, nennen wir euch beim Namen. Fick dich da drüben. Ich habe den bei euch gekauft, okay? Ich habe den Fernseher gekauft und trotzdem, seid ihr der Meinung, dass du dich gerade wirklich zu deinem Fernseher umgedreht hast? Fick dich da drüben. Ja, ich rede von dir, das darfst du auch gerne mitkriegen. Also auf jeden Fall. Es ist Smart TV, es ist. Der ist ziemlich smart, der versteht, was ich ihm sagen will. Das ist so, wie wenn, als ob ich mit meinem Furby reden würde. Nein, der Smart TV ist wirklich smart. Nein, ist er nicht, er ist auf den Scheiße. Auf jeden Fall. Das Problem ist, ich habe den Fernseher gekauft und alles. Ich habe ihn ganz regulär im Laden gekauft und trotzdem, jedes Mal, wenn ich ihn anmache, ich weiß nicht mal, woher die überhaupt die Daten bekommen. Wahrscheinlich. Ich weiß echt nicht. Haben die vielleicht ihre WLAN-Satelliten irgendwie da oben, womit jeder Fernseher so ein Stück weit automatisch verbunden ist? Ich weiß keine Ahnung, was das ist, aber Fernseher sind darauf ausgelegt, Informationen zu empfangen. Ich hab keinen Fernseher oder so, also so wirklich angeschlossen. Ja, ist eigentlich nur eine Steckdose und per HDMI an meinen PC angeschlossen. Achso, ja, wie bei mir. Dann verstehe ich auch nicht, wie der das macht. Auf jeden Fall, wenn ich ihn anmache, dann präsentieren mir die immer Werbung und dann muss ich mir die Frage stellen, Alter, ich habe einen Fernseher bei euch gekauft. Wollt ihr mich verarschen? Was verdient ihr an mir Geld, indem ihr die ganze Zeit da Werbung habt, wenn ich den anmache? Was ist euer scheiß Problem? Das ist wenn halt ich echt was, richtig. Wenn ich was kaufe, dann möchte ich das bitte werbefrei haben. Das ist ein Fernseher! Warum läuft da Werbung? Wie? Ich jetzt mal ich finde es gerade ein bisschen Moggi, gruselig, wie er das Fernsehsender macht. Läuft Werbung. Ja, aber das ist der Fernseher an ich sich. Ich weiß. Ich mach den an aber und dann verdienen die wahrscheinlich Geld dafür, dass sie Werbeplätze an Galileo verkauft haben. Und ich muss die scheiß Werbung jetzt mal wegklicken, wenn ich den Fernseher anmache.
Fucking oder 30 Galileo. Sekunden wartet, bis sie von alleine weggeht. Und dann braucht er noch länger, bis er auf meine Knopfdrücke reagiert, weil er erstmal die fucking Werbung laden muss. Ich bin kein Fan davon. Du hast halt so recht. Du hast schon richtig gehört. Jetzt komm mir bloß nicht Scheiße. So. Also auf jeden Fall, Smart TVs. Kein Fan. Absolut kein Fan. Ich halte, die Idee von also Smartphones ist ja schon in den Augen einiger, in Klammern, Fully, in Klammern. Nicht die beste gewesen. Warum sagen Leute dazu immer in Klammern, wenn sie Anführungszeichen meinen? Verstehe nicht, ja. Ich hab's, Moment, wieso, wenn ich nein, sage... Nein, er wollte das in Klammern sagen. Ich mag es generell nicht, wenn Leute vorlesen... Achso, doch, stimmt, diesmal war es sogar in Klammern. Ja, ich mag es generell nicht, wenn Leute vorlesen und sagen, was in Klammern steht, anstatt einfach die Betonung so auszudrücken, dass man weiß, dass es in Klammern steht. Nein. Oder, nein, viel schlimmer finde ich es, wenn Leute nein, sagen, ich Klammer viel auf. Besser, wenn man sagt, in Klammern. Nein, am schlimmsten, okay, damit kann ich leben, aber das Schlimmste ist, wenn Leute sagen, Klammer auf, dann den Inhalt der Klammer vorlesen und Klammer zu sagen. Da denke ich mir immer so, wie kann man sich daran stören? Das ist das klingt unglaublich dämlich. Nein, manchmal habe ich einfach echt nichts Besseres, worüber ich mich in der Schule aufregen kann. Meine Fresse. Das finde ich jetzt echt nicht gut. Naja, finde ich halt echt nicht. Naja, auf jeden Fall ist die Idee eines Smart TVs halt echt irgendwie bescheuert. Fragwürdig. Naja, ich find's irgendwie schwachsinnig, weil ich weiß nicht, was das soll. Brauch sowieso keinen Fernseher. Ich hab einen. Ja, ich auch. Der als Monitor ich aber zählt. Keinen. Ja, genau. Ja. Meiner auch. Dann gucke ich einfach immer abends. Warum haben wir die gekauft? Die waren viel teurer als einfach ein Monitor. Weil mein Fernseher 50 Zoll hat und nicht 24 wie meine Monitore. Na gut, yeah. Du hast recht. Ich weiß nicht, ich stelle mir den Gedanken von so einem 50 Zoll Monitor, ist ein bisschen, wenn ich mir vorstelle, wenn man so ein 2 Meter großes Baby vor sich hat. Ich stelle mir das sehr seltsam vor, wenn ich im Wohnzimmer einfach so einen 50 Zoll Monitor hätte. Das ist so, ich meine, es macht generell an sich keinen Unterschied, aber irgendwie ist es doch was anderes. Du siehst und denkst dir so, ich weiß nicht, der sollte nicht so groß sein. Eigentlich macht es wirklich keinen Unterschied. Mein Fernseher sieht genauso aus wie ein Monitor. Naja, Monitore sind schon besser. Ja, Monitore sind besser. Dabei ist das Bild klarer und deutlicher. Ja, warum richtig. Hat man dann einen Fernseher? Weil der Fernseher weil dafür ausgelegt ist, dass du aus der Ferne darauf gut schauen Fernseher kannst. Fernseher ist günstig. Yeah, der Fernseher! Yeah! Fernseher ist günstiger? Ich meine, ja, nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich habe die Preise nicht so im Kopf, aber es würde Sinn ergeben. Oder man hat naja, Fernseher, weil Monitore ab einer gewissen Größe... Normalsterblichen. Was sollte das jetzt so mal sterblich? Hä? Nein, aber du hast recht, John, du hast recht. Heutzutage ist eigentlich der Unterschied zwischen Monitor und Fernseher gar nicht mehr so groß. Doch, weil sehen wir auch für beide... Autonormalverbraucher, das wollte ich eigentlich sagen. Autonormalverbraucher, die wollen doch dann natürlich ihr Kabel da anschließen oder nicht einfach im Fernseher. Ja, aber bin ich nein, ja nicht. Das gibt's das überhaupt noch? Klar. Echt? Ich dachte, es gibt inzwischen nur noch mit Receiver. Ja, Fully spricht von dem Kabel des Receivers, glaube ich. Ja. Ja, das ist doch ein HDMI-Kabel. Oh. Das ist nämlich das, was ich gerade sagen wollte. Früher war da schon ein Unterschied, aber heutzutage, die laufen beide mit HDMI und irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, wundert man sich so, was ist denn jetzt eigentlich noch der Unterschied? Es gibt halt einen Unterschied in der Bilddarstellung, aber ganz ehrlich, natürlich gibt es einen Unterschied. Ja, von Modell zu Modell, insofern. Ja. Obwohl ich definitiv sagen muss, ne, ich kann ja jetzt, mein Fernseher ist ja direkt neben mir. Wenn ich jetzt da drauf gucke. Fully ist jetzt Besitzer von dem Fernseher und dem Monitor. Er kann uns jetzt ein bisschen was drüber erzählen. Schieß los, Fully. Also, wenn ich jetzt da drauf gucke, ne? Dann, aus der Ferne okay, aber ich würde jetzt nicht irgendwie direkt da vor dem gerne sitzen, so, weißt du? Also, ich würde den nicht als Monitor so richtig benutzen, so vor mir, direkt, weil der ist halt einfach viel zu groß. Ja, wenn du. Naja, wenn du einen nimmst, der auch tatsächlich so eine Bilddarstellung benutzt, wo man ziemlich mit Sicherheit sagen kann, dass es auf die Augen geht. Also ich muss sagen, die Bilddarstellung von meinem Fernseher, die macht mich ziemlich hart wütend, weil das Problem ist, dass er hat immer so einen Autokontrast drin. Ja. Was situationsabhängig immer ganz nett ist, aber vor allem bei Stellen, er hat versucht, um den Zähler wieder hochzubringen, Dark Souls am Fernseher zu spielen. Und das ist halt, wenn du einen Autokontrast hast, geht einfach nicht, weil... Da denkst du dir, Mann, Dark Souls, ich sehe, woher der Name kommt.
Ja, das ist keine Seele, aber es ist sehr viel dark. Heutzutage haben alle Fernseher, glaube ich, Autokontrast. Ja, das, warte, lass mich weiter erzählen, ja, was mein Problem noch ist damit. Und wenn man den Autokontrast rausmacht, ich habe das Gefühl, dass ich habe ewig mit, ich habe Vorstellungen mir angeschaut, die haben mir alle nicht so richtig gefallen und dann ein bisschen da insgesamt rumgespielt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nie ein vernünftiges, helles, kontrastreiches Bild hinbekommen habe, wie ich es auf meinem PC-Monitor habe. Ja, es hat halt auch jetzt immer noch so ein bisschen so ein Weißschleier. Was natürlich daran liegen könnte, dass ich mich nicht damit auskenne, aber ja, die Presets sind für den Arsch. Genau, ja, es hat einen Weißschleier. Definitiv. Und insgesamt, was mir auch aufgefallen ist, das ist, wenn ich mal Thumbnails oder so schnell am Fernseher machen wollte, ich habe das auch bei meinem Fernseher, das auch mit der Darstellung, ich weiß gar nicht, wofür das wirklich gut ist. Wahrscheinlich, damit man Dinge, die dunkel sind, irgendwie besser erkennen kann, aber ich habe da auch, das ist halt ein großer Fehler bei der Darstellung, was mich sehr wütend macht. Das kann man, glaube ich, das habe ich zwischendurch rausgemacht irgendwie, aber standardmäßig ist es auch immer drin, dass bei schwarzen Linien oder so außenrum noch so ein weißer Schein quasi ist. Nee, das habe ich nicht. Ach so, ja. Das fällt dir nur dann wirklich auf, wenn du's, wenn du deinen Fernseher angeschlossen hast, wenn du noch manche Dinge im Vergleich dazu siehst, dann denkst du dir, warte mal, das warum sieht das hier so seltsam aus? Ja, ich finde, das sieht immer aus wie so Fehler halt. So wie wenn man, ich habe ja viele Comics gelesen, die auch farbig gedruckt sind, und da gibt es halt öfter Seiten, wo du denkst, oh Mist, da wurde der Farbdruck und der Liniendruck ein bisschen verkackt und jetzt ist das so ein bisschen versetzt und dadurch entstehen auch so komische weiße Linien. Ja, es ist, ich weiß nicht, ich mag meinen Fernseher nicht sonderlich. Ja, das Schlimmste ist ja... Du hast schon richtig gehört da drüben. Ich meine dich! Das Schlimmste ist ja... Ich habe mit meinem Sohn geredet. Mein alter Fernseher und sowohl mein neuer Fernseher, die haben ja einen Autokontrast und diesen Lichtausgleich drin, wie sie ja heute alle das haben. Problem an der Sache ist, du kannst die bei, wie zum Beispiel mein, nicht ausmachen. Mein alter Fernseher, wenn das Bild irgendwann zu dunkel wurde, hat der einfach sich ausgeschaltet. Das Bild war einfach weg. Also mein jetziger, der macht das auch, wenn Schwarzbild da ist, du merkst, dass das Hintergrundleuchten nicht mehr da ist, um halt wirklich ein schwarzes Bild zu zeigen. Aber wenn dann wieder Bild da ist, also wenn der merkt, dass da leichte Farbtöne sind, da macht er sich sofort wieder an. Mein Alter aber, jetzt keine Ahnung, wie oft war das, als wir irgendwie irgendwelche Serien geguckt haben oder so und das Bild wurde einfach dunkel, weil sie was bei der Nacht gezeigt haben. Und der war einfach aus und du hörst doch alles, da passiert was und du siehst nichts. Ja, das verkriegt doch mal. Wisst ihr was? Die spannende Diskussion führen wir im nächsten Part fort. Ich stehe jetzt schon seit ungefähr 5 Minuten vor dem Haus. wenn ich eine neue Mission anfange. Genau, führen wir im nächsten Part fort. Das wird sich mal ästhetisch. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Tschüssi. Haut rein.